Warum waren die Osmanen so besessen von Wien? Warum versuchten sie so verzweifelt, die Stadt zu erobern, die sie den goldenen Apfel nannten, und hätten es beim zweiten Mal sogar fast geschafft? Im Jahr 1529 erschien zum ersten Mal ein riesiges Invasionsheer von 100.000 Osmanen vor den Toren der prächtigen Stadt Wien. Obwohl die Verteidiger der Stadt es diesmal schafften, die Angreifer abzuwehren und sie nach nur 2 Wochen Belagerung zum Rückzug zu zwingen, kehrten die Osmanen 150 Jahre später erneut vor die Tore Wiens zurück. Als die Osmanen 1683 mit einer Armee von 150.000 Mann wiederkamen, konnte die Stadt nur durch eine Entsatztruppe deutscher und polnischer Truppen nach 2-monatiger Belagerung gerettet werden. Diese Schlacht um Wien, die vielleicht den berühmtesten Kavallerieangriff aller Zeiten beinhaltet, ist als eine der bedeutendsten Schlachten der europäischen Geschichte in die Annalen eingegangen. Für die Osmanen hatte Wien einen enormen symbolischen Wert, da die Stadt ein bedeutendes kulturelles und religiöses Zentrum Europas war. Ihre Eroberung hätte einen überwältigenden Sieg des Islams über das Christentum dargestellt und das Ansehen des Osmanischen Reiches erheblich gesteigert. Doch Wiens Wert war nicht nur symbolisch. Die Stadt war das Tor zu Mittel- und Westeuropa und lag am Zusammenfluss mehrerer wichtiger Handelsrouten. Über diese praktischen Gründe hinaus galt die Vorstellung, Wien zu erobern, im Osmanischen Reich über Jahrhunderte als nahezu romantisch. Es wird berichtet, dass osmanische Prinzen sogar noch im 20. Jahrhundert, als ihr Reich zerfiel, davon träumten, eines Tages den goldenen Apfel zu erobern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie doch ein Like, einen Kommentar und abonnieren Sie unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.